Wird das heute ganz Ton für sowas? Ja, das kommt mit in der Hi, Herr Rodemmel. Danke, das war gut. Nein, ich muss hier Aufnahme machen. Bitte vorbeilaufen, dann müssen Sie nicht nur laut drauf. Fotograf, gut. Alle. Auf Biebesäume. Ja. Jo. Ja, die Frau soll mal mit dem Kopf ist hier raus. So, jawohl. Jawohl. Genau, alles klar. Die Maggi-Flasche. Die Maggi-Flasche, ja. Sehr gut, danke. Ich hab sie mal gleich mal erst gesehen. Ich wusste das nicht. Ich hab sie nicht. Das ist aber schade. Also, großartig. Wohle. Eins. Gut, okay. So, und warte mal, wen noch? Diese Runde hier. Die Runde da, ah ja. Alles klar, ja, alles klar. Dass das festgehalten ist, dass die noch so und so viele Jahre das erste Mal da sein. Ja du, ich bin auch das erste Mal so richtig, ich bin immer nur so kurz vorbeigefahren. Ja, ja. Aber super Wetter halt, gell? Ja, nimm die mal auf da. Ja. Da ist dieses Jahr und auch in den kommenden Jahren immer schwieriger wird. Eine Tradition wie die Fuchsjagd als in Schatten. Die Sperrrosen werden am ersten Stock wieder eingesammelt. Ich möchte mich zu der neuen Besatzung eine ganz
für unsere Sicherheit, also die Sicherheit der Menschen, bedanke ich mich ganz kurz die beiden Felder vorstellen. Im ersten Feld, welches das Springerfeld ist, ja, übernehme ich selbst die Position des Fuchses. Mein Name ist Eva Hartung. Mein Master ist Herr Karl Reitbauer und die beiden Piqueure Jörg Kurbel und Andrea Knapp. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass... Dank. Ich bin auch nicht mehr so gut. Ich bin auch nicht mehr so gut.
aber, ganz schön los, oder? Aber warum sind die nicht hier runtergerissen? Weil das Damm ist. Wollen wir abkürzen? Aber eigentlich kann man doch hier rumreiten. Ja, ja. Sehr schön. Man muss das sehen, wie es bei den Wettern abgezogen ist.